So, an der Stelle, moin Leute, was geht? Euer Julian hier und ja, meine lieben Freunde, wie viele von euch wissen, habe ich ja vor kurzem eure Setups und Zimmer bewertet. Heute bewerte ich eure Tore und Barrieren. Ja, wir fangen an mit das erste Tor, das ist ja lieber Alex. Ja, er hat mir sein Tor geschickt, das ist ein Freischusstor. Ich habe mir ja gerade die Videos davor nochmal angeschaut, Leute. Ihr wisst, ich muss mal gucken, dass das nicht gegen die YouTube-Regeln geht. Ja, wir schauen rein hier. Oh, wunderschönes Tor, wunderschönes Tor. Sehr clean, sehr, sehr schöner Schuss. Passt. Kann der Torwart nichts machen, sage ich so, wie es ist. Nächstes Tor ist von dem lieben Fabi. Let's go. Er haut auch ein falsches Tor raus, so wie es aussieht. Ja. Oh. Als erstmal Woller wieder schönes Tor. Geisteskrank. Sehr, sehr schön. Kann man nichts sagen. Krass. Lennox ist der nächste, meine Lieben. Ja, da ist die Grafik nicht so gut. Man sieht es ein bisschen. Ich gucke, dass ich das hier irgendwie einblende, dass man das halt auch sieht, aber ja, schwer. Aber sehr, sehr schönes Tor. Freistoß, nee, das war ein Volley-Tor, krass. Krass, Digga. Haben wir den lieben Jannis, Leute, und das ist ein Torwart. Boah, schön. Was will man sagen? Wunderschönes Tor. Wunderschöne Parade, Digga. Wunderschönes Tor, sag ich schon. Man sieht, Leute, er ist auch noch jünger. Das ist ja auch nochmal krass, so einen Jüngeren auch dabei zu haben. Ich wünsche dir, Bro, du hast das Video gesehen, ich wünsche dir einfach nur das Beste und viel Erfolg. Ja. Also ich schätze dich jetzt mal von der Größe her, man sieht ja vom Gesicht ja nicht so viel. Ich schätze dich jetzt mal so 10, 11, 12 oder so. Krass. Ich wünsche dir, wie gesagt, viel Erfolg für die Saison. Und generell für die Zukunft. Sehr, sehr schöne Parade. Hier nochmal ein Foto von ihm. Ja, krass. Clean. Sehr, sehr schön. Schöne Grüße an alle auch nochmal. Danke für die Fotos und Videos. Und viel Erfolg an alle. Das werde ich auch am Ende des Videos, glaube ich, nochmal sagen. Viel Erfolg wirklich an alle. Das ist geistkrank. Ja, dann haben wir den lieben Elias. Er schickt mir ein Tor. Ja, erstmal eine Ecke. Der, was ein Tor. Was ein Tor. Seine Kollegen kommen gar nicht drauf klar, was er gerade da rausgehauen hat. Geisteskrank, Bro. Geisteskrank. Wirklich. Dann haben wir den lieben Finn. Und er hat mir ein kleines Dribbling geschickt. Wie man auch sieht, Leute, er ist wieder sehr, sehr jung. Also sieht er auf jeden Fall aus. Man muss sagen, das ist sehr, sehr clean. Bro, ich schätze auch bei ihm so maximal 10, 11, 12 oder so. Und so eine Ballkontrolle in diesem Alter schon zu haben, ist sehr, sehr stark, finde ich persönlich. Ich bin kein Fußballtrainer oder Fußballprofi oder was weiß ich. Aber das finde ich persönlich sehr, sehr clean, sehr, sehr schön gemacht und ja, auch viel Erfolg. Am meisten auch persönlich an alle, die Vollgas geben und wirklich den Traum haben, Fußballprofi zu werden. Ich wünsche euch wunderbar wieder nur das Beste. Ja, dann haben wir den nächsten, das ist der liebe Malte. Ah, okay, da sieht es aus, die waren bei einem Turnier da oder so. Ich glaube, es hat er mir sogar Ich noch sag, der macht geschrieben, ich genau weiß es aus nicht. Dort, finde ich halt. Oh, Ravona, Digga. Oha, oha, tut mir leid, Bruder, tut mir leid, Digga. Krasses Tor, schön. Nächstes Tor ist dann von dem Ben. Ja. Das waren ein paar Freischüsse, Leute. Ja. Erster war okay. Zweiter war geisteskrank, Digga. Dritter hat alles geknackt, Digga. Heftig. Ui. Oh, clean, Mann. Ja, die Fails haut auch mit rein, finde ich gut. Nicht immer die guten Dinger mit reinhauen, auch mal die Schüsse, die nicht so gut waren. Ach, toll. Yo, den kann erstmal bei suchen gehen, würde ich sagen. Danke für das Video, Kuss, Kuss. Sehr, sehr schön. Finde ich geil, dass du auch die Fails mit reingeballert hast, so die halt über das Tor gegangen sind, die Schüsse. Haben wir hier den lieben Kahn. Er haut auch nochmal ein Tor hier raus. Wie es aussieht. Ja. Boah, schön. Schön. Einfach nur schön. Einfach nur ein schönes Tor. Schön. Geisteskrank. Ich finde das generell krass, wie die. Das sind auch so Tore, die passieren nicht oft, ne? Das ist halt dann schon heftig. Haben wir das nächste Tor von den guten Kollegen hier? Ja, erstmal eine Flanke. Oh, Digga, eine Flanke. Fußball spielen, Handy in der Hand und Film. Oh, das ist ja ganz kritisch. Ja, okay. Oh, schön. Sehr, sehr schönes Tor. So muss es sein. Clean. Passt.
Nächstes Video ist von dem lieben Samo. Leute, da muss ich noch ganz kurz sagen, er hat Dings ein Video von Kollegen zugeschickt bekommen. Also es ist nicht sein oder es ist nicht er, sondern es ist ein Kollege. Und ja, so wie es aussieht, wird der Kollege unbedingt in meinem Video mit dabei sein. Nur der Kollege hat kein Insta gehabt und so, was auch nicht schlimm ist, muss ja nicht jeder haben. Und darum hat mir Samo sein Tor geschickt. Schöne Grüße an der Stelle. So, oha, oha, oha. Maschallah, Digga. Hier nochmal ein Schuss. Boah, Kliman. Ah, ich feiere so diese kleinen Bolzerplätze. Boah, schon noch. Oh, schönes Tor. Schönes Tor. Ich feiere diese kleinen Plätze, Digga. Die finde ich so geil, Mann. Du würde ich mir so sehr wünschen, Digga. Da kannst du so safe so ein 5 gegen 5 machen, 6 gegen 6. Vielleicht sogar. Ich weiß nicht. Da kannst du so viele geile Sachen machen. Das würde ich mir in Schassert so heftig wünschen. Das wäre so richtig geil. Ja, nächstes Tor und ich glaube, ja, das ist auch das letzte jetzt von den lieben Nulls. Ah, das war mitten im Spiel. Die Kugel rein. Oh. Abschlussmöglichkeit. Oh, Digga, Nulls, sehr schön. Geil. Man sieht, das ist auch irgendwo im Internet. Ist ja krass. Ja, Leute, das war's. Das waren alle Tore jetzt. Ich will mich jetzt nochmal kurz bedanken. Danke an alle, die mir ihre Tore bei Rahn geschickt haben. Ich wünsche euch von ganzem Herzen nur das Beste für die Zukunft. Glaubt an euch, ja. Man hat gesehen, ihr könnt alle was. Ich finde, jeder Talente, der eine kann gut schießen, der andere kann gut halten, der andere kann gut dribbeln, hat eine gute Ballkontrolle und sowas. Glaubt an euch, wie gesagt. Und macht weiter. Und vielleicht werdet ihr Profis. Ja, ich glaube an euch. Wirklich. Egal wie alt ihr seid. Zieht euch, man sieht, ihr könnt was, ihr seid eine Scheiße, passt. Ja, und nochmal ein großes Dankeschön für die Videos. Kuss, Kuss und an der Stelle haut rein, euer Jay. Ciao, ciao.